Gut, dann gehen wir mal zurück in unser Programm. Ja. Da wollten wir noch mit der Kathi sprechen, wenn ich das richtig sehe. Genau, das haben wir gestern schon gemacht und heute hat sie sogar mehr Licht an. Richtig. Hallo, ich bin wieder da und ich habe heute mehr Licht, weil es auch eine Stunde früher als gestern. Aber du hast auch eigenes Licht, nicht nur von draußen, sondern auch drinnen hast du noch Licht. Ja, ich habe jetzt mal alle Lampen angemacht, die es so gibt bei mir im Wohnzimmer. Und also nee, nicht alle, weil das wäre, glaube ich, gar nicht so günstig. Aber ich habe hier halt auch so eine schöne Tischlampe, damit ich zumindest von vorne ein bisschen Licht abbekomme. Hast du da noch Feedback bekommen gestern? Oder? Ach, nur der Flo hat ein bisschen gemotzt, dass ich sehr dunkel war. Aber kennt das, man. Ja. Wir haben ja so eine Mobbing-Attitüde auf der Bühne. Musst du leider. Das ist kein Problem, damit komme ich klar. Ja. Kathi, worüber sprechen wir denn heute? Ihr wolltet mit mir nochmal über Confluence sprechen. Was denn daran cool ist und warum man das nutzen sollte und wie man da auch besonders schnell hinkommt, dass man da einen effizienten Nutzen draus zieht. Ja, erzähl doch mal. Genau, also ich habe. Bitte, das musst du nochmal wiederholen. Sorry, ich hab einfach nur deinen Redefluss unterbrochen, ohne dass es viel Sinn macht. Ich wollte sagen, erzähl doch mal, wie kommt man denn schnell zu Nutzen, wenn man jetzt so ein Wissensmanagement-Projekt mit Confluence startet? Ja, also schnell kann man eigentlich in Confluence immer sein. Also Confluence ist quasi da und man kann direkt anfangen, Informationen da reinzustellen, die anzulegen, bereitzustellen für alle und damit eben Wissen zu teilen. Problem ist eher, dass man sich vielleicht doch von Anfang an auch ein bisschen Gedanken zu einer Struktur dahinter machen sollte. Wie sind die Inhalte aufgebaut? Was liegt wo? Eben auch aus dem Grund, damit die Benutzer nachher auch finden, was sie denn suchen und das nicht ganz so unstrukturiert ist. Weil das ist oft was, wo Kunden zu uns kommen und sagen, helfen Sie uns doch mal bitte, unser Confluence aufzuräumen. Deswegen, man kann, aber man sollte vielleicht sich ein paar Gedanken dazu machen. Das heißt, die haben dann vorher angefangen und irgendwann werden die quasi von dem Erfolg der Plattform selber überrollt, weil sie dann nämlich viele Inhalte, aber keinerlei Struktur haben. Richtig. Normalerweise ist es so, dass Confluence ist relativ leichtgängig. Das heißt, die Leute fangen auch direkt an, Informationen einzupflegen. Aber eben, wenn es ohne Struktur passiert, dann hat man irgendwann den sogenannten Wildwuchs, der dann erstmal wieder bekämpft werden sollte, damit die Informationen überhaupt noch irgendwie sinnvoll aufbereitet werden, man nicht auch zu doppelten Inhalten kommt. Deswegen ist es doch nicht so schlecht, von Anfang an sich so ein ganz kleines bisschen Gedanken dazu zu machen, wie das System aufgebaut werden soll. Was mich dabei interessieren würde, ist, wie stehst denn du, da kann der Adi vielleicht auch was zu sagen, wann lege ich einen eigenen Bereich an und wann gehört etwas in die Seitenstruktur des bereits bestehenden Bereichs? Wie würdest du das einem Kunden sozusagen beraten, wie er das entscheiden soll? Ich würde jetzt sagen, es kommt immer so ein bisschen darauf an. Es gibt aber so ein paar Merkmale. Also der Adi lacht schon, weil ich glaube, das ist die Standardantwort. Da hätte ich auch angefangen. Aber, genau. Aber es gibt so ein paar Eckpunkte, die man sich anschauen kann. Also zum einen hat man bestimmte Berechtigungen, die benötigt werden. Falls es Berechtigungen gibt, dann macht es Sinn dafür, für eine Gruppe, die im Rahmen eines, in Confluence wird das Bereich genannt, die im Rahmen eines solchen Bereiches zusammenarbeiten muss, dass man dort eben schaut, wie sind die Berechtigungen geregelt. Das ist so der eine große Punkt. Und der andere Punkt ist, hängt es thematisch zusammen? Also Inhalte, die eben thematisch zusammengehören, gehören eigentlich auch in einen Bereich. Man kann sich die Bereiche auch ganz gut vorstellen, wie Ordner. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, weil wir wollen ja eigentlich weg von so einem Dateidenken mit einem System wie Confluence. Aber grundsätzlich kann man sich das vorstellen wie Ordner, auf denen Berechtigungen liegen, falls man das haben möchte und wo die Inhalte eben thematisch zusammengefasst sind. Das sind eigentlich so die zwei wichtigsten Punkte. Gibt noch ein paar mehr, das kommt dann aber sehr auf die Anwendungsfälle, die der Kunde abbilden will, an und auch gegebenenfalls auf Apps, die er im Einsatz hat. Ariel, willst du was ergänzen? Ja, genau, das wäre jetzt auch meine Frage. Genau. Ein Faktor, der auch eine Rolle spielen könnte, ist der Zweck der Dokumentation. Also wenn es zum Beispiel um ein Projekt geht, es wäre ja die Frage, ob ich dafür einen separaten Bereich anlege oder innerhalb eines Marketingbereiches einfach eine Seitenstruktur hinterlege. Und das hängt auch sehr stark davon ab,
um welches Projekt es zum Beispiel geht. Also die Tools for Agile Teams, die planen wir ja seit Monaten. Mhm. Da würde ich zum Beispiel vorschlagen, das gehört nicht in einen Marketingbereich, weil obwohl bei uns in unserer Informationsarchitektur oder in unserem Berechtigungskonzept vorgesehen ist, dass alle Mitarbeitenden auf Bereiche zugreifen und Inhalte editieren können, ist die Tools for Agile Teams thematisch ein isolierter Bereich und die geht über einen längeren Zeitraum. Wenn es jetzt aber nur um ein Projekt geht, wie zum Beispiel ein Hackathon-Projekt, da ist halt die Dokumentation im Vorfeld relativ überschaubar und nach dem Hackathon, abgesehen von der Dokumentation, sind die Inhalte nicht mehr wirklich relevant. Mhm. Die gehören meiner Meinung nach in irgendeinem Bereich. Weil der Bereich einfach tot ist. Richtig. Viel zu schnell. Mhm. Man könnte die Bereiche zwar archivieren, aber dann hat man halt die Nachteile, dass man als Nutzer wissen muss, dass man speziell, also dass man an bestimmten Stellen danach suchen kann. Die, also was ihr beide genannt habt, ist das Thema Berechtigungen. Mhm. Und das ist, glaube ich, die Kathi ist dann eher sozusagen der Dave Snowden. Wir hatten ja gerade eben darüber gesprochen mit der Komplexität, wie gehe ich damit um? Und wenn du so eine abstrakte, einfache Lösung hast, dann passt die meistens auf komplexe Situationen nicht. Mhm. Meine Einschätzung ist, wenn du einen neuen Bereich machen willst, dann brauchst du Rechte. Also wenn du zum Beispiel, ein sehr gutes Beispiel ist unser Extranet, da habe ich einen neuen Kunden, der Kunde soll einen Bereich kriegen, da können alle unsere Mitarbeiter und der Kunde und seine Mitarbeiter rein. Es gibt einen neuen Bereich, easy, da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Die Sache mit dem Projekt, die du gerade genannt hast, ist für mich so ein Grenzfall, wo ich vermutlich sagen würde, ach, die Tools for Agile Teams, die kann auch noch im Marketingbereich sein, weil ich brauche ja keine neuen Rechte. Und die Kathi hat schon recht, also wenn du jetzt zum Beispiel mit bestimmten Plugins arbeitest, die dann in dem Bereich besonders intensiv dargestellt sind, dann ist das vielleicht sinnvoll, dem auch einen eigenen Bereich zu geben. Was gibt's denn? Wir sind ja jetzt schon ziemlich tief, das ist ja was. Ich würde jetzt sagen, so ein Confluence-Anfänger, der versteht vielleicht gar nicht, worüber wir genau sprechen, weil der noch gar nicht vor dem Problem stand, wann lege ich einen neuen Bereich an und wann nicht. Was sind denn die Probleme, die in die Anfänger reinlaufen, aus deiner Sicht, Kathi? Tatsächlich das größte Problem ist das Verständnis dieser Grundstruktur oder Architektur. Also das ist auch was, womit wir bei unseren Schulungen immer anfangen, dass wir erstmal erklären, wie ist denn das System aufgebaut, weil es doch ein bisschen anders ist, als man das zum Beispiel von so Netzlaufwerken oder sowas kennt. Das heißt, wir haben ja eben beim Confluence wir haben eine Startseite, es gibt mehrere Bereiche und innerhalb der Bereiche gibt es dann eben Inhalte. Und diese Architektur ist meistens das, was viele erst entweder gar nicht wissen, weil sie sich nie darüber Gedanken gemacht haben oder auch am Anfang etwas schwieriger finden zu verstehen. Und wenn man das einmal raus hat, ist es eigentlich total einfach. Dann macht man ein paar Klicks und hat einen Inhalt angelegt, kann dort was reinschreiben, einen Text hinterlegen. Und die Profis, die dürfen dann auch noch sogenannte Makros benutzen. Das sind kleine Funktionen, die man im Editor zur Verfügung hat. Und die bieten einem dann zum Beispiel automatisierte Funktionen wie ein Inhaltsverzeichnis, ein Panel, was man als gestalterisches Mittel um Inhalt machen kann. Aber das ist sogar eher was für die Profis, würde ich mal sagen. Das ist nämlich dann auch noch meistens im zweiten Schritt die Herausforderung. Wie wende ich denn jetzt die richtigen Tools an? Und Confluence kann halt sehr, sehr viel. Schon im Standard gibt es zum Beispiel viele dieser Makros, die mitgeliefert werden. Da einen Überblick zu bekommen, was gibt es alles, was ist für mich wichtig, das ist meistens die größte Herausforderung. Und wenn man dann auch noch Erweiterungen ergänzt, kommt noch mal viel mehr dazu. Und ich glaube, das ist dann für einen normalen User schon am Anfang schwierig. Einfache Inhalte kann man wirklich mit einem, zwei Klicks erstellen. So, Adil, sorry. Kein Problem, also das kann ich zu 100% unterschreiben. Die Herausforderung auf einer höheren Metaebene wäre meiner Meinung nach, dass Confluence die Art der Kommunikation im Unternehmen verändert. Also bei Confluence oder beim Wiki-Prinzip selbst haben wir es mit themenbezogener Kommunikation zu tun, während wenn man jetzt noch in diese Dokumentendenke geht mit E-Mails, hat man eine personenbezogene Kommunikation. Sprich, wenn ich E-Mails verschicke mit Dateien, schicke dir eine E-Mail und schicke sie der Kathi, dann stehen halt du und Kathi stehen im Fokus meiner Information. Das heißt, ich schicke dir eine besondere Nachricht und die ist an euch zwei gerichtet. Mhm. Bei Confluence ist es aber so, dass ich nicht. Kein Problem. Bei Confluence ist es aber so, dass ich einen Inhalt im System erstelle und diese Information, die kommt nicht mehr zu euch, sondern ihr holt euch diese Information. Natürlich kann ich euch darüber benachrichtigen, dass es diese Information jetzt gibt in Confluence. Aber das wäre der personenbezogene Teil und dann das andere ist quasi das Thema. Genau. Was ich glaube, was auch noch ein großer
psychologischer Schritt für ganz viele Leute ist, ist, das gehört nicht mehr mir. Mhm. Also wenn ich das in Confluence reinschreibe, ja, dann gehört das dem Unternehmen, das gehört allen. Jeder kann darin rumfuhrwerken. Und in der aktuellen Welt sind die Leute halt ganz oft ja in diesem Office 365 oder in Google Workspace und da ist ja alles mir. Mhm. Also ich kann dann per Default, dürfen die anderen vielleicht nicht mal zugreifen oder dürfen gerade mal sehen, vielleicht dürfen sie gerade mal kommentieren, aber das Ding ist meins. Und in Confluence ist ja der Standard genau andersrum. Also es ist per Default allen. In der Softwareentwicklung spricht man davon Collective Code Ownership, also der Softwarecode gehört allen und jeder darf darin rumfuhrwerken. Und sich daran zu gewöhnen, ist für Confluence-Anfänger, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Gerade auch, weil die großen Blue-Chip-Hersteller, also Microsoft und Google, das denen überhaupt nicht beibringen. Also die Standards da sind halt geschlossen. Und das ist ein Paradigmenwechsel, den viele gar nicht unbedingt so auf ihrer Wunschliste stehen haben. Kathi, zeig uns doch mal ein bisschen was. Mhm. Haben wir nicht, hast du was, was du uns zeigen kannst? Ja, ich habe mal hier einen Bereich vorbereitet. Ich weiß nicht, ob man ihn jetzt schon sieht. Ja, kann man sehen. Genau, ich habe jetzt mal ganz einfallsreich den Bereich Tools for Agile Teams genannt und habe einfach mal versucht, so ein Tools for Agile Teams Projekt hier, es ist jetzt wirklich natürlich auf einem ganz, ganz niedrigen Niveau. Ich hoffe, dass wir für die Tools for Agile Teams ein paar mehr Seiten nachher im System hatten. Das war jetzt quasi nur zu Demo-Zwecken. Davon kannst du ausgehen, ja. Genau, einfach mal angelegt, um so ganz grob zu zeigen, wie das nachher aussehen kann. Wir haben jetzt hier in dem System eine Startseite, wo wir uns zum Beispiel spannende Informationen über diese sogenannten Makros automatisiert ziehen können. Das sind jetzt hier zum einen Blogposts, das heißt News, die man über das Thema irgendwie schreibt und zum anderen auch Aufgaben, die man aus diesen ganzen Dokumentationen rausziehen kann, die einem hier noch aggregiert zusammengestellt werden. Genau, und man kann eben Informationen auch nochmal über grafische Elemente anders darstellen. Ich würde jetzt einfach mal eine neue Seite erstellen, um mal zu zeigen, wie einfach das geht. Ich klicke auf das Plus, erstelle eine neue leere Seite. So sieht das Ganze dann aus, ist relativ simpel. Wir müssen einen Seitennamen vergeben. Zum Beispiel heißt das jetzt Interview zu Confluence. Und jetzt kann ich hier quasi schon meinen Inhalt eingeben. Gespräch mit, ich habe jetzt leider hier keinen Adil, ich kann sogar sein, dass der Adil als Nutzer da drin ist. Leider nein. Man hat mich deaktiviert. Man hat dich deaktiviert, es tut mir leid. Der Adil wurde aus dem Demosystem deaktiviert. Du musst also ich kann jetzt hier nehmen. Den T-Schröder ja, kannst du nehmen. Den nehme ich jetzt auch. Ich hatte jetzt ein Gespräch mit dem Admin, dem T. Schröder, a.k.a. Martin Seibert und Adil Nasri. und wir haben uns über, und jetzt kann ich auch hier so schöne Formatierungsmöglichkeiten benutzen, die hier oben angegeben sind. Zum Beispiel mache ich mal eine Bulletliste. Wir haben uns über die Herausforderungen unterhalten. Wir haben darüber gesprochen. Was haben wir denn noch? Worüber haben wir denn noch gesprochen? Seht ihr, wenn man es nicht direkt aufschreibt. Über Bereiche, dass man Bereiche nur dann anlegt, wenn man einen Rechtegrund hat und ansonsten nie. Ja. Über Lichtquellen in deinem Wohnzimmer? Nee, das möchte ich. Und den Satz von Martin, den möchte ich übrigens nochmal revidieren. Das sehe ich nämlich anders. Lieber zu viele Bereiche als zu wenige. Das macht es nachher einfacher. Aber das ist ein anderer Punkt. Genau, so einfach haben wir jetzt Inhalt erstellt. Da habe ich jetzt wirklich einfach nur Text eingegeben, mit diesem Add Personen erwähnt. Kann das Ganze jetzt veröffentlichen und habe halt so sehr, sehr schnell Inhalt erstellt. Und das war jetzt das, was ich meinte mit Inhalt an sich ist in 2 Klicks erstellt. Das ist eine wirklich einfache Sache. Ich erkenne, wer hat das Ganze erstellt, wann. Ich habe auch eine Änderungshistorie. Das heißt, ich kann auch nachgucken, wer Änderungen gemacht hat. Und der Martin hat es eben schon gesagt, das ist eben auch eine der größten Herausforderungen. Das ist alles sehr transparent. Jeder, der Zugriff auf diesen Bereich hat, kann eben jetzt diese Informationen auch sehen. Und gerade das ist am Anfang auch eine große Herausforderung für die Benutzer. Viele haben ja so ihr Inselwissen und machen sich auch genau aus diesem Grund eben auch wertvoll für eine Firma. Aber die Grundidee ist ja, ich möchte mein Wissen teilen und möchte eine Wissensbasis aufbauen und möchte eben, dass, wenn ich das Unternehmen verlasse, mein Wissen immer noch in dem Unternehmen bleibt. Und genau bei so etwas kann Confluence halt sehr, sehr gut unterstützen. Aber das bedeutet natürlich auch diesen Paradigmenwechsel, gerade in den Köpfen der Mitarbeiter. Genau. Habt ihr noch was Spezielles, was ich euch noch zeigen kann? Oder? Konkret zeigen nicht. Willst du vielleicht mal deine Einschätzung wissen? Also
es gibt ja noch verschiedene, also es gibt ja noch alternative Wiki-Systeme zu Confluence. Ich kenne da zum Beispiel MediaWiki, die Wikipedia basiert darauf. Warum hat sich aber Confluence im Unternehmensumfeld durchgesetzt und nicht die kostenfreie Open-Source-Lösung MediaWiki? Also, ich glaube, jeder, der MediaWiki schon mal gesehen hat, weiß es. Das ist jetzt aber eine böse Antwort, würde ich sagen. Wir haben halt konfrontiert mit solchen Fragen, also dass sie sagen, hey, wir haben uns aber auch das angeguckt und Confluence ist ja eigentlich total kacke, warum würdest du das trotzdem benutzen, Kathi? Oder ist das bei dir schon sozusagen? Also ich glaube, das Problem ist, bei mir ist das schon vorbei. Das sind die Fragen, mit denen sich der Vertrieb quasi eher beschäftigt. Sagen wir es mal so, solange es zu uns kommt, ist das Thema eigentlich schon gegessen. Das, was wir halt eher haben, ist, helfen Sie uns doch mal dabei, unsere MediaWiki-Inhalte in Confluence zu migrieren. Und da kommen wir immer schon an wirklich schwierige Herausforderungen, weil das in der Regel gar nicht automatisiert funktioniert. Das muss man eigentlich manuell machen. Ich finde, Confluence hat halt zum einen eine deutlich angenehmere Benutzeroberfläche. Die User kommen viel besser mit dem Editor klar. Wir haben in MediaWikis und anderen Lösungen teilweise auch noch Markups, in denen geschrieben werden muss. Ich muss jetzt ehrlich gesagt zugeben, ich weiß nicht, wie ein MediaWiki-Status quo aussieht und ob es da einen Editor gibt. Das kann ich nicht sagen. Dafür habe ich mich damit zu wenig beschäftigt. Das war aber so das Feedback, was wir vor allem auch von Kunden bekommen haben, die von einem MediaWiki zum Beispiel auf Confluence gewechselt sind. Und wir haben halt bei Confluence die Basissoftware und können das System um sehr, sehr, sehr viele Anwendungsfälle erweitern. Und das ist eben auch ganz schön. Also es gibt ganz viele Apps, die man dazu kaufen kann, mit denen man dann eben je nach Bedarf noch weitere Themen abdecken kann. Und ja, ich glaube, das macht Confluence. Genau, das ist erfolgsentscheidend. Also dieser Marketplace, der uns es ermöglicht, einfache Erweiterbarkeit. Es gilt ja dann auch für Jira genauso. Das heißt, ich habe ein mächtiges System, das ich anhand von Apps frei konfigurieren kann, ohne dass ich die individuell irgendwie selbst entwickeln muss. Wovon sind denn die Leute am meisten frustriert? Gerade nehmen wir jetzt mal zum Beispiel in den Schulungen, wenn Anwender kommen, die kriegen ja die Software vorgesetzt, die haben sozusagen nicht daran mitgewirkt, die auszuwählen, die müssen jetzt damit arbeiten. Da kann ich mir vorstellen, dass es da auch welche gibt, die so ein SAP-Gefühl haben und sagen, not invented here, habe ich mir nicht ausgesucht, finde ich eigentlich voll blöd und jetzt bin ich auch noch bestätigt. Was frustriert diese User am ehesten oder am meisten? Ich würde es gar nicht frustrieren bezeichnen. Ich finde, das ist das falsche Wort. Also eigentlich beschreibt es ganz gut dieses, was wir eben schon besprochen haben. Es ist eine neue Herausforderung, eine andere Art der Arbeit. Wir haben hier eben deutlich stärkere Kollaborationsmöglichkeiten. Das ist zum einen super, das merken die User aber meistens eben in den Schulungen erstmal nicht, aber später, nach ein paar Wochen, dann lernt man es zu schätzen, wie super man mit dem System eben auch mit anderen interagieren kann. Und dieser Punkt Transparenz. Also das ist so eine der häufigsten Fragen, die wir, glaube ich, in Schulungen bekommen. Ja, ich möchte das jetzt aber noch gar nicht veröffentlichen. Wie mache ich das denn? Ja, natürlich gibt es auch in Confluence irgendwie Entwürfe, die man nutzen kann. Aber wir fragen dann eigentlich ja immer, aber warum denn nicht? Was ist denn schlimm, wenn das jetzt schon da drin steht? Schreibt ganz groß und fett drüber, ist noch im Entwurfsstatus, dann weiß jeder Bescheid. Also es ist eher so diese Angst vor, ich stelle etwas ein, was falsch sein könnte, was jetzt transparent ist, obwohl ich es eigentlich erstmal für mich machen wollte. Und ich glaube, das hat dann weniger mit Frust der Technik zu tun, sondern eher mit der Idee hinter Confluence. Quasi wie der Paradigmenwechsel, über den wir schon gesprochen hatten. Genau. Ja, cool. Was in dem täglichen Doing, das ihr jetzt als Confluence Consultants habt, was ist denn da so die Big Mac-Leistung? Das, was wir am häufigsten machen, ist das so ein Strategie-Workshop, wo mein vollkommen zugemülltes Confluence mit euch aufgeräumt wird und wir eine ordentliche Struktur schaffen? Oder ist das irgendwie ein, weiß ich nicht, Konfiguration oder was kommt da am häufigsten vor? Was würdest du hervorheben wollen? Also am häufigsten machen wir tatsächlich die Einführung und Begleitung von Intranets, das heißt Confluence mit Linchpin zusammen und da begleiten wir eben den Kunden von Anfang bis Ende, das heißt wir führen die Software komplett ein. Das gibt es unterschiedliche Voraussetzungen, manchmal ist sogar ein Confluence auch schon vorhanden und wir setzen quasi Linchpin obendrauf, manchmal ist das System noch gar nicht eingeführt und wir fangen quasi auf der grünen Wiese an. Und da würde ich auch sagen, sind wir wirklich sehr, sehr gut drin. Da können wir einfach sehr gut beraten, weil wir uns mittlerweile mit der Thematik Intranet sehr gut auskennen. Also da geht es dann nicht nur um die technischen Möglichkeiten, die die Systeme bieten, sondern eben auch um relevante Themen, die man
in dieser Einführung eben betrachten muss, die etwas mit Intranet, die mit Kommunikation, mit Unternehmenskommunikation, News-Konzepten etc. zu tun haben. Und ich würde sagen, das ist so unser, ich nenne es mal Steckenpferd und unsere Hauptaufgabe. Da kennen wir uns sehr gut mit aus. Und ansonsten beraten wir natürlich auch unabhängig von Linchpin zu Confluence-Anwendungsfällen und da aber dann auch häufig dazu, der Kunde hat gewisse Anwendungsfälle, was benötigt er denn und wie kann er das in dem System umsetzen? Gerade sowas wie Umstrukturierung ist seltener geworden. Ja, das sind so unsere Hauptthemen. Also rein vertrieblich ist der Fokus auf Linchpin in deiner Antwort sehr schön. Haben wir noch Zeit für eine Frage? Ja, klar. Wir selbst führen ja, also einige Teams bei uns ziehen ja gerade in die Confluence Cloud, nachdem wir ja schon seit mehr als 10 Jahren auf jeden Fall Confluence Server benutzen. Ich weiß nicht, wenn es jetzt mehr als 10 sind, kann man dann schon Jahrzehnte sagen? Oder müssen es mehr als 2 Jahrzehnte sein? Ich würde sagen, mehr als 2. Ja, also okay, also wir sind auf jeden Fall mehr als 10 Jahre. Die mehr als eine Dekade, um mal wieder ein Fremdwort reinzubringen. So, genau. Oh, der atmet die Fremdwörter hervorragend. Genau. Ja, sehr gut. Genau. Ich weiß, dass wir so ein Cloud-Transition-Paket haben, das wir Kunden anbieten, wo wir praktisch evaluieren, ob die Kunden oder deren Instanzen bereit sind, in die Cloud umgezogen zu werden. Was sind denn deine Erfahrungen jetzt, sofern du sie sammeln konntest, mit unserer eigenen Instanz? Also wo haben wir gerade Herausforderungen oder sind wir auf Herausforderungen gestoßen, um in die Cloud zu migrieren? Also ich glaube, auf rein inhaltlicher Basis ist das unproblematisch. Da kann man sehr gut in der Cloud arbeiten. Die Oberfläche ist einfach zu bedienen. Ich glaube, es sind eher gerade Zusatzapplikationen und Apps, die im Einsatz sind, die dann in der Cloud anders funktionieren, vielleicht auch dort, die es dort noch nicht gibt. Ich sage explizit noch nicht, weil wir gehen davon aus, dass natürlich da in Zukunft auch mehr passiert bei allen Drittanbieterherstellern. Und genau das, also ich finde gerade die größte Herausforderung bei uns intern ist eher, dass wir in 2 Systemen arbeiten. Also ich glaube, es geht gar nicht darum, ob man jetzt auf Server beziehungsweise on-premise oder in der Cloud arbeitet. Ich glaube, dass die Herausforderung ist eher, dass wir quasi gerade so eine Hybrid-Variante haben. Manche Inhalte sind in der Cloud, manche Inhalte sind noch on-premise und dass dann natürlich eine übergreifende Suche nicht möglich ist. Man immer überlegen muss, in welchem System liegt es. Es ist halt eher eine organisatorische Herausforderung. Technisch möchte ich da gar nichts Negatives zu sagen. Oder also wie so oft, gibt es nur organisatorische Probleme. Wenn du zum Beispiel jetzt Linchpin als Kunde bei uns einrichtest, dann wirst du jetzt aktuell nicht in die Cloud migrieren, weil die Anwendungsfälle wegfallen. Und da gibt es schon noch andere Apps, bei denen es halt auch nicht geht. Ja. Die größte Herausforderung, die sie ja gerade beschrieben hat, ist, dass wir uns ja selbst nicht darüber im Klaren sind, wo welche Inhalte stehen. Und ich glaube, durch ein richtiges Assessment der Systemlandschaft kann man zumindest diese Probleme schon im Vorfeld. Gerade bei Kunden ist es so, dass du vielleicht auch feststellst, okay, ihr habt zwar hier 5 Apps, aber die benutzt ihr gar nicht. Genau. Oder nehmen wir jetzt mal Draw.io, da kannst du wirklich mit einem Fingerschnippen das einfach in die Cloud nehmen und das ist alles noch da. Also die sind quasi ungefährlich für das Migrationsprojekt. Und also ich habe ganz häufig den Eindruck, dass Kunden bei uns Lizenzen kaufen, weil wir eine sehr ordentliche Validierung durchführen. Also die wissen eigentlich schon, was sie kaufen wollen, aber durch den Prozess der Beratung mit uns kriegen sie nochmal bestätigt, ja, ich habe das richtig verstanden. Und das an sich reicht sozusagen häufig schon als Grund, um so einen Kauf durchzuführen. Und genau das ist quasi eigentlich auch dieses Migrationsthema, dass du halt nicht selber losläufst, irgendwas machst und dann irgendwann so im Sumpf stehst und dann denkst, oh, jetzt könnte ich mal Hilfe brauchen, sondern vorher halt mal guckst, das wird ja von uns auch kostenfrei angeboten, dass du mal so eine Evaluation bekommst, macht das Sinn oder macht das keinen Sinn. Ja, gut, sehr gut, Kathi. Was ist denn der Confluence-Tipp? Also eigentlich will ich 2 von dir. Ich will einen Tipp für die, die noch kein Confluence benutzen. Wie steige ich ein? Was soll ich als erstes machen? Und dann hätte ich gerne einen Tipp für die Profis. Das hast du noch nicht gesehen, das musst du mal ausprobieren. Du hast 2 Minuten. Okay. Maximal. Oh. Du kannst auch früher schneller machen. Also, wie steige ich ein? Confluence aufsetzen. Geht jetzt mit der Cloud natürlich super, super easy peasy. Das wäre so der. Oder bei uns über Swift natürlich. Und ich würde ehrlich gesagt empfehlen, wenn man einfach mal drauf los
arbeiten möchte, fangt mit einem Use Case, einer Abteilung an, schaut euch das mal an, bildet dadurch Multiplikatoren aus, die das System intensiv kennenlernen, mit ausprobieren, Pilotgruppe, und dann kann man super überlegen, das dann auch größer aufzurollen. Wir bieten natürlich Unterstützung dabei, falls da Bedarf ist, also gerade nochmal dieses Thema Strukturierung ist eben doch relativ wichtig und sollte nicht vernachlässigt werden. Und die zweite Frage war der Confluence Pro-Tipp. Genau. Was ich noch nicht ausprobiert habe. Boah. Darf ich gerade helfen? Etwas, was mich gerade umtreibt? Bitte. Ja, Verschlagwortung. Verschlagwortung ist mega hilfreich, weil in Confluence habe ich nur die Möglichkeit, Inhalte oder Seiten über Bereiche zu organisieren. Aber wenn ich Seiten verschlagworte, kann ich sie über nützliche Makros an sehr vielen verschiedenen anderen Stellen im System ausblenden. Ich kann bei der Suche danach filtern. Es ist ziemlich mächtig. Also Schlagworte wird wenig benutzt. Quasi. Wird wenig benutzt, genau. Also Labels, ja, Schlagworte. Also da hast du recht, danke erstmal für den kurzen Tipp, das wäre mit spontan, fand ich schwer, aber du hast natürlich recht, die Schlagworte sind sehr unterschätzt. Die werden zwar vergeben, aber sie werden nicht vernünftig genutzt, und da kann man sich tolle Seiten mit erstellen, Übersichtsseiten, man kann sich aus Seiteneigenschaften Reports ziehen und hat dadurch, weiß ich nicht, man kann so ein Beispiel in den Produktkataloge aufbauen und hat dann auf einer Übersichtsseite immer die wichtigsten Informationen zu den Produkten aufgelistet. Das stimmt, die werden absolut unterschätzt und die sollten stärker genutzt werden in Kombination mit Makros. Wir fassen zusammen, Confluence ist großartig und müssen dich an der Stelle leider... Irgendwie ist sie bei mir schon... sie hat die Stimme verloren. Nicht? Noch? Nee. Ja. Ah, okay. Entschuldigung bitte. Dann war das mein Fehler. Jedenfalls so rein zeitlich müssten wir jetzt schauen, dass wir dich langsam abwürgen. Ich habe das schon sehr ungeschickt geschafft, offensichtlich. Ja. Trotzdem danke, dass du da warst, Kathi. Danke, Kathi. Danke euch. Ciao. Ciao.